Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Banks reagiert auf lustige Minecraft-Videos. Wir haben im ersten Teil heute Highlight-Videos, die wirklich mega geil sind. Im zweiten Teil des Videos kommen wir dann zu so richtigen Minecraft-Memes, richtig lustigen Minecraft-Videos. Ich bin gespannt. Video wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Lasst eine positive Bewertung da, wenn euch die Folge gefällt. Wir legen jetzt los. Let's go. Clip Nummer 1. Ich bin gespannt. Okay. Ja, okay, das sind diese kranken Honigblöcke, Alter. Er hat einen Aufzug damit gebaut, aber so ein richtig cool, nicht so wie man den sonst immer so auf billig mit einem Block baut. Das war ein richtiger. Ah, das kenne ich schon. Passt auf, das habe ich schon gesehen. Das ist ein Bauhack, Leute. Heute lernen wir wieder was, ja. Man kann eine Brücke kann man bauen aus Lagerfeuern, die man halt nicht anzündet. Das sieht da mega cool aus. Kenne ich schon, Leute. Aber hier im Video, da hat man es links. Ach, es geht gar nicht darum, es geht um was anderes. Ach so. Ja, okay, das ist ein Creeper in einem See. Achso, egal, Leute. Aber wir haben diese Brücke gesehen. Okay, was haben wir jetzt? Eine Sägemühle. Oh mein Gott. Nicht den Enderman schlagen. Und am besten auch nicht angucken. Also das Schild ist schon OP, aber... ist... Oh ja! Hä? Wo hat er den TNT-Block plötzlich her? Haha. Oh mein Gott, was ist das? Es ist ein super... Es sieht aus wie eine Mario Kart-Strecke so ein bisschen. Okay, es speedet richtig heftig lang in der Mitte. Geht auch die Action ab. Alter. Okay, er kann verschiedene... Okay, je nach Position des Pfeils kann er verschiedene Blöcke sich ausfahren lassen. Alles, was es gibt. Verzauberungstisch, Kartograf... Dann diese ganzen Händlerblöcke der Villager. Oh mein Gott, Alter, das ist geil. Das ist wirklich geil. Okay, jetzt macht er einen ganz anderen. Okay, jetzt wechselt es gerade. Jetzt Werkbank wieder. Ach nee, Sägeblatt. Okay, mega cool, Alter. Was haben wir hier? Ah, das ist eine optische Täuschung. Ah, das ist nicht so ein cooler Block. Ah, das ist ein Bilderrahmen. Okay. Hä, ist ja mega cool gemacht. Das sah aus, als ob man so voll tief fliegt, aber dabei war es gar nicht so. Der baut, glaube ich, eine Amboss-Kanone. Ja, Mann. Okay, das TNT schießt hoch und schießt jetzt die Amboss. Ja. Yeah. Cooles Ding, Alter. Hä, so voll das Muster auch gemacht. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Eine Amboss-Kanone. Was haben wir jetzt hier? Der schießt es jetzt über den See, oder wie? Ah, nee, er stackt sie ineinander und dann schießt er sie anschließend. Oh mein Gott, was passiert dann? Das sind ja 255 Blöcke wahrscheinlich. Das heißt, er hat jetzt ungefähr 800? Pi mal Daumen. Er schießt jetzt 800 Blöcke. Oh mein Gott, wie weit ist das? Naja, es ist logischerweise, schätzungsweise 200 Blöcke weit. Oh mein Gott, das ist aber mega gut, um so einen Steg zu... Naja gut, man muss sich aber hochbauen. Also so wirklich Gewinn macht man damit ja jetzt nicht. Aber cool ist es trotzdem. Okay, nice Design, so eine Leiter an. Okay, das ist die Zentrale der Biene, Alter, was geht. Gleich wird er angegriffen. Was haben wir hier? Okay, das schießt einen nach. Nee, das zieht einen runter eigentlich. Nee, nach oben schießt dann das. Genau. Die Magma-Blöcke ziehen einen. Ah, das ist gut gebaut gewesen. Er wird quasi nach oben geschossen durch den Seelensand im Wasser und bleibt dann hängen an den Gerüstblöcken, die es auch neu gibt. Das ist quasi so eine Art Wasserfahrstuhl. Oh mein Gott, mit dem Loot, Alter. Mit dem Loot kannst du doch nicht sterben. Ja, safe, Mann. Du bist mit OP-Loot so safe. Geht's weiter? Er erstickt. Oh. Nein, jetzt hat er sich selbst ein Grab geschaufelt. Und er kommt nicht raus, weil es Obsidian ist. Oh, was? Kann man so viel Glück haben, ey. Alles so wegen Idea. Oh, warte, der D-Loot. Okay, Enderdrache hat noch 1 HP. Okay, er killt ihn mit einem Bett. Ja, den Trick kenne ich. War klar. Water! Oh! Ich glaube, den Clip kennen wir schon. Ich bin mir gar nicht sicher. Und zwar ist das so eine Speedrunner-Taktik, dass... Also du kannst ja mit dem Bett kannst du super viel Schaden machen, weil das halt voll heftig explodiert. Du kannst ja mit den Enderdrachen töten. Problem an der Sache ist, das tötet dich halt auch selbst mit, weil es explodiert. Deswegen platziert man so einen Block zwischen Bett und einem selbst und schläft dann in dem Bett. Und ja, klar.
Ein funktionierendes Flugzeug, glaube ich, das von selbst fliegt, legt den Hebel um. Das ist aufwendig gebaut. Aber ohne Honigblöcke, ne? Ohne Honigblöcke. Okay, wie kann man es aktivieren? Oh Gott, sogar mit Sitzplätzen. Ja, aber ich würde es auch fliegen sehen. Aktivier es mal jetzt hier, sonst ist es ja langweilig. Beim Bauen kann ich das Ding auch. Nur, dass es fliegt, ist halt die andere Sache. Na, jetzt geht's los. Zeig von außen. Jawohl. Ja, ich glaube tatsächlich, mit Honigblöcken kann man das geiler bauen. Ich glaube, mit Honigblöcken kann man das geiler bauen. Das ist, glaube ich, schon älteres Flugzeug. Das hatten wir auch schon in Videos von uns. Erinnert ihr euch? Wir hatten so TNT-Bomber. Das ist dann so ein Flugzeug, das ist über die Map geflogen. Und das hat, also so wie dieses Flugzeug gerade, sah aber ein bisschen anders aus. Und das hat gleichzeitig aber noch TNT gedroppt, unendlich. Also das war noch viel krasser. Aber ich glaube, mit Honigblöcken kann man das dann wirklich so bauen, dass das übel smooth ist. Okay, er macht eine Challenge. Wenn er Lava berührt, ist das Video zu Ende. Er spawnt in Lava, oder? Spawnt er in Lava? Ja, okay, war klar, Alter. Okay, was hat der hier? Er hat ein schickes Haus gebaut. Da steckt Arbeit drin, auf jeden Fall, alter Schwede. Okay, was hat er hier? Enchanted Apples? So P. Oh, er muss einen geheimen Code eingeben, um da durchzukommen. Ja, okay, das kennen wir aber schon. Okay, jetzt ist er an seinem Geheimbunker. Oh, ich glaube, da kommt was richtig Dummes am Ende. Schick, schick. Okay, oh mein Gott, was ist das? Der schießt es richtig weit. Ja, ich wusste es, Alter. Weil, das kann ich euch genau sagen. Er hatte nur ein TNT, was quasi geschossen wurde. Wir kennen das ja von meinen TNT-Wars-Folgen damals noch. Und er hatte aber super viel TNT, das gezündet hat. Also quasi so treibstoffmäßig. Das waren ja locker 100 oder so. Schießt mega weit dann, ey. Mega weit. Wahrscheinlich 1000 Blöcke oder so. Totem saved. Ach, das gibt einem Feuerresistenz. Das wusste ich gar nicht. Also wenn man wiederbelebt wird, hat man Feuerresistenz oder wie? Na okay, macht Sinn, weil wenn du in Lava verbrennst, verbrennst du ja sonst direkt nochmal. Das macht ja keinen Sinn. Okay. Er lässt ein Haus automatisch bauen. So ein sich selbst bauendes Haus. Hä, aber wie cool. Hä, dass das vor allem auch so cool aussieht, weil selbstbauende Häuser, klar, kennen wir, aber die sehen halt dann voll laggy aus oder so sonst. Wie sieht's am Ende aus? Wird's auch ein schönes Haus? Oder wird's ein Haus, was auch ich hätte bauen? Nee, doch, ich glaub, es wird schön. Ja, okay, Meisterwerk ist es jetzt nicht. Aber dafür, dass es selbst gebaut würde, ist geil. Ja, was wartet ihr denn jetzt? Angelt doch. Ja, aber... Ist das wirklich in Minecraft so? Also ich wusste, dass... Also klar, ein Spieler kann den anderen Spieler angeln und so ranziehen. Das ist klar. Aber ich wusste gar nicht, dass es so ist, dass je mehr... Oh mein Gott, da habe ich ja schon wieder eine übelst geile Videoidee. Ich wusste gar nicht, dass es so ist, dass je mehr angeln, desto heftiger ist der Boost. Hä, das wusste ich nicht, dass es so ist. Creeper in 3, 2, 1... Oh, war das cool. Hä, ich wusste auch nicht, dass das geht. Wenn man die Fackel schmeißt, dass die dann auch Licht gibt. Okay, das ist schon schick. Die Bilderrahmen werden geupdatet. Und es ist eine krasse Weltkarte. Okay, es ist auf jeden Fall clever, das mit Laden und Entladen zu machen, weil es leckt ja ab. Nochmal, seht ihr da diese... Was ist das? Das ist ein... Gerüstblock oder so, ne? Ich dachte eigentlich eine Druckplatte, aber es sieht irgendwie komisch aus. Auf jeden Fall, das aktualisiert die Karten und dann kommt die Map. Hä, den Boden finde ich voll cool. Hä, als ob sich das so spiegelt. Ach, der hat das da drunter nochmal gebaut. Damit das wie so ein richtiger Spiegeleffekt aussieht. Oder safe, zeigt es. Es ist locker da drunter nochmal gebaut, aber spiegelverkehrt. Zeig's, komm, zeig's, ich weiß, was du gemacht hast. Ach, als ob er es nicht zeigt, ey, aber safe war das so. Weil es gibt ja diesen Spiegeleffekt normal in Minecraft gar nicht. Okay, was jetzt? Ich höre Katzen, eine Menge Katzen. Er befreit die Katzen. Die sind da alle eingesperrt, glaube ich. Ja, Katzen springen auf Betten. Das weiß jeder, der meinen Schülerkalender gelesen hat. Aber das ist ja jetzt nichts Interessantes. Warum sind da so viele Katzen, Alter?
Ist das ein Katzenspawner? Wartet mal, wie spawnen denn Katzen nochmal? Okay, passt auf, der hat eine Katzenfarm gebaut, denn Katzen können spawnen in Dörfern, solange dort ein Villager ist und 4 Betten. Und für immer für 4 Betten spawnt jeweils eine Katze und maximal 10. Also in einem gewissen Intervall. Das heißt, wenn du richtig viele Betten dahin knallst, so 400 oder so, ja, da hast du auch eine Menge Katzen auf jeden Fall. Das war eine Katzenfarm. Oh mein Gott, was ist das? Das sieht voll cool aus. Hey, das sind Fische, die sollen nur der geshootet werden. Nee, sind das Fische? Das sind Blöcke. Hey, wie macht der das? Ach, so eine Druckplatte und Eis. Blue Eyes, deswegen haben die beschleunigt. Hey, mega cooler Effekt. Blue Eyes, Leute, schnellstes Material in Minecraft. Wir haben dazu schon ein Video gemacht. Hey, das sieht mega echt aus. Das ist doch echt, oder? Mein Gott, das war... Das war ein Creeper, hey, das sah mega echt aus. Aber den Clip kenne ich schon. Ja, der versucht zu pennen und es funktioniert nicht, weil Monster in der Nähe sind. Also geht der, übrigens ist die Kamera, glaube ich, reinbearbeitet. Das gehört glaube ich, nicht wirklich zu dem Video. Den Clip kennen wir doch auch schon. Jetzt rennt er weg, da dreht er sich um und der macht einmal die Mitte in den. Ja. Das Rumgeschrei, ey. Oh! Oh! Oh mein Gott, was passiert jetzt? Junge, was? Minecraft in Real Life 2018? Real Life Mode? Hey, sieht das jetzt so richtig heftig? Oha, Alter! Das ist richtig cool gemacht. Aber hau jetzt bitte nicht das fertig, bitte dich, Alter! Hau einen Baumstamm oder so. Ey, ist das so richtig heftig jetzt animiert auch? Ja, ja, genau. Crafting. Mach mal einen Baum. Mach mal Holz. Eine Werkbank. Das ist jetzt das Spannende. Oha, ist das cool gemacht. Jetzt hat der Holz einen Holzblock. Okay, unten in der Hotbar hat er jetzt auch den Holzblock. Jetzt macht er einen zweiten. Und dann will ich aber eine Werkbank jetzt hier sehen. Eine flotte Werkbank. Craftingfeld, genau. Holz. Also animiert hat er drauf, aber Crafting. Das war's schon? Oh Mann, ich dachte, es geht weiter. Ah, alles klar. Mein Gott, da ist das Schloss doch noch dran, oder? Nee. Doch, ich hab's gesehen. Ich wusste es doch. Oh mein Gott, Alter, er hat sich so hingelegt. Ich hab's da gesehen, Alter. Okay, Unwetter. Der legt sich jetzt hin, safe. Ja, ich wusste es, Alter. Weil sie hat gerade das richtig stolz gesagt. Das hat keinen Einfluss auf unsere Trainings. Das war's mit der heutigen Episode. Banks reagiert auf lustige Minecraft-Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzer. Ciao.